Vielseitigkeit ist ein bemerkenswerter Charakterzug von Ken Follett. Seine Krimis sind Klassiker, seine Romane über den Zweiten Weltkrieg legendär. Unsterblich haben ihn aber seine Säulen der Erde gemacht. 18 Jahre mussten die Fans auf die Fortsetzung warten. Im englischen Exeter steht übrigens eine Brücke, die im neuen Roman eine wichtige Rolle spielt. The bridge in World Without End. Die Brücke in die Tore der Welt besteht aus Holz, zumindest die erste. Man muss sich Folgendes vorstellen. Zur geschäftigsten Zeit, wenn sich auf der Brücke die Menschen drängen, Hunderte von Menschen, Karren und Tieren, Pferden, bricht sie plötzlich zusammen. Eine schreckliche Katastrophe. All diese Menschen, Pferde und Wagen stürzen in den Fluss. Es ist ein gewaltiges Unglück. Und dann muss man, damit wieder Leben in die Stadt kommt, eine neue Brücke bauen. Akribisch recherchiert Ken Follett jedes Detail und wenn auch diesmal kein Baumeister im Mittelpunkt der Geschichte steht, so gilt doch den Bauwerken und den Menschen des Mittelalters sein ganzes Interesse. Und es gibt immer Neues und Bemerkenswertes zu entdecken, wie in dieser eindrucksvollen Kathedrale. Wir stehen hier in der Kathedrale von Exeter. Sie ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Sie ist recht niedrig. Gewöhnlich streben Kathedralen zum Himmel auf, doch diese Kathedrale ist niedrig und gedrungen. Aber wenn man hineinkommt, sieht man dieses fantastische Gewölbe, dieses Fächergewölbe. Es ist sehr kompliziert und kunstfertig angelegt und vor allem sehr schön. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich das Verhältnis der Menschen zur Kirche nachhaltig geändert. Und wer Ken Follett liest, wird das Warum verstehen. Seine Romane sind Zeitmaschinen, mit denen die Leser in vergangene Epochen reisen können, um das Staunen zu lernen. Wenn wir diese Kathedrale im 14. Jahrhundert besucht hätten, wäre uns als erstes aufgefallen, dass sie farbig gestrichen war. Sehr vieles war in schreiend bunten Farben bemalt, wie Rot, Orange und Gelb. Und es wäre nicht so still wie heute, sondern hier würden Hunde und Katzen frei umherlaufen. Es gäbe Bettler, hier würden Geschäfte abgeschlossen. Es wären Händler hier, die ihre Waren feilbieten. Vielleicht würde auf einer Seite sogar ein Gericht gehalten und auf der anderen fände eine Beratung statt. Es wäre nicht so leise, sondern ziemlich laut gewesen. Die Kirche war eben nicht nur ein Ort, um zu beten. Gebetet wurde hier natürlich auch, vor allem wurde gebetet, aber sie wurde auch zu anderen Zwecken genutzt. Wenn es einen schweren Sturm gab oder einen Angriff auf die Stadt, eine Invasion, einen Überfall französischer Piraten, dann versteckte sich die ganze Bevölkerung der Stadt hier. Diese bemerkenswerte Vorstellungskraft zeichnet Ken Follett aus, der immer auch ein begeisterter Leser war. Doch nie könnte aus dem Schriftsteller selbst ein Baumeister werden. Ich hätte so etwas niemals erbauen können. Ich bin nicht geschickt genug mit meinen Händen. Außerdem habe ich ein schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen. Deshalb errichte ich meine Kathedrale mit Worten, die jeder lesen kann. So mache ich es. Nein, nie könnte ich so etwas. Also ich schreibe auch über Schlachten, aber ich könnte niemals ein Soldat sein. Schon immer haben Fans in aller Welt an eine Fortsetzung von den Säulen der Erde geglaubt. Das Warten hat sich gelohnt, weil Ken Follett seinen Lesern wieder schlaflose Nächte und ein grandioses Leseerlebnis bereiten wird.